Tommy und Robby erleben wilde Abenteuer und klatschen danach dann deine Mama Lagerfeuer. Tommy und Robby erleben wilde Abenteuer und klatschen danach dann deine Mama Lagerfeuer. Einen wunderschönen guten Tag, geliebte Brüderinnen und Brüder. Herzlich willkommen hier zurück zum Mainstream-Mittwoch, zur zweiten Folge, die wir aufnehmen, und zwar mit dem wunderschönen Robert. Hi. Oh, Leute, ich fühle mich sehr geehrt, nochmal dabei sein zu dürfen. Nein, Spaß beiseite, ich freue mich sehr. Und mal gucken, was wir heute für Fragen mitgebracht haben, nicht wahr? Genau, also ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen, wir spielen heute einfach mal wieder Entweder-Oder. Dieses eine Mainstream-Format, was beim letzten Mal schon lustig bei euch ankam, ganz gut bei euch ankam so. Ihr könnt sehr gerne unten in die Kommentare reinklatschen, wenn ihr andere Ideen für andere Mainstream-Formate habt, die wir beide hier mal ausprobieren könnten zusammen. Aber da wir so unkreativ waren und uns Sachen kommen, Alter, scheiß drauf, haben wir mal wieder ein paar Fragen aufgeschrieben und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, oder? Rinder, komm, wir haben keine Zeit hier, Freunde. Soll ich diesmal anfangen? Einfach ja, fang mal an, ja. Okay, pass auf, wir fangen mit einer ganz einfachen, süßen Frage an, okay? Mhm. Okay, pass auf. Stell dir vor, du müsstest dich entscheiden, wen du trittst. Trittst du ein Baby oder ein Rentner? Du musst überlegen, der Rentner war Kriegsveteran. Okay, ja. Ja, also, trittst du das Kind weg, das kleine Kind, was so süß krabbelt, oder den Rentner, der nicht so süß krabbelt und ein bisschen sauer? Ja, das ist relativ simpel. Ja? Der Rentner, auch wenn der im Krieg war, der hat sein Leben gelebt. Das Baby, das noch so süß vor mir, vor meinen Füßen krabbelt, hat noch alles vor sich. Deswegen kann ich das Baby natürlich nicht irgendwie wegtreten, sondern der Opa kassiert dann. Ja. Und wenn der Rentner Glasknochen hätte? Brech ihm alles. Sagst du, trittst du noch drauf, wenn er auf dem Boden liegt? Ja, natürlich. Ich muss mich entscheiden. Und wenn der eh tot ist nach einem Tritt, ne, wenn er Glasknochen hat, dann ist. Ja, ich meine, ist wahrscheinlich für dich Standard, ne? Das machst du ja eh jedes Wochenende. Darüber reden wir nicht. Also, okay, hat keiner gehört. Das Hartz IV wird einbehalten. Ja, ich fand, das war so eine schwere Frage. Trittst du so ein Kind weg oder ein Rentner? Ne? Weil das Ding ist, man muss ja überlegen, das Kind kann sich ja nochmal mehr regenerieren. Ne? Das ist ja fitter so. Das erholt sich vielleicht nochmal von so einem Tritt, wenn du mit Fußball spielst. So ein Rentner, wenn du dem eine Blutgrätsche gibst, Alter, dann ist das Bein weg. Ne? Das kannst du weg. Ja gut, ich hab ja schon gedacht, der Tritt ist dann tödlich. So, das war mein erster Gedanke. Ja. Ja. Ich weiß nicht. Ich denke mir dann, beim Kind ist alles so kompakt. Man muss halt natürlich überlegen, das kann sich besser regenerieren wahrscheinlich, ne? wenn er so einmal über den Platz bolzt. So. Ich glaube aber, ich würde auch eher dem Rentner so das Bein wegklatschen, weißt du? Du musst ihm ja nicht in die Schnauze treten. Na, muss man ja nicht machen. Ne? Kann man natürlich, aber nee, mach das bitte nicht. Wenn er Glasknochen hat, dann knackt er eh alles weg. Also eigentlich scheißegal. Das ist wie so beim Bowling, weißt du, wenn du da so vorne den ersten Pin weghaust, Alter, dann fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Ja, okay, also ja. So, wir würden beide einen Rentner treten. Ja. Aber das hier festgehalten und für die Ewigkeit. Ich distanziere mich von mir selber. Okay, nächste Frage. Ich auch, Gewalt ist nie eine Lösung. Das ist richtig. Trete bitte keine Kinder und keine Rentner. Danke. Richtig, danke Merkel. Ja, okay. Ja. Okay, pass auf. Es gibt keine Jobs mehr auf der Erde außer zwei. Ja. Und du musst dich jetzt entscheiden. Es gibt zwei Eliten sozusagen. Einmal die Feuerwehr. Auf der anderen Seite die Polizei. Welche Partei würdest du wählen? Die Polizei. Ja, wieso wobei, die Polizei? Ist kritisch. Nee, wobei, wenn es wirklich nur noch zwei Jobs gibt, dann musst du ja davon ausgehen, dass die anderen alle arbeitslos sind. Weißt du, und wenn Leute arbeitslos sind, keine Beschäftigung haben, dann fangen die an, durchzudrehen, glaube ich. Und ich glaube, dann hast du als Polizist viel mehr zu tun. So als Feuerwehrmann, da fährst du halt wahrscheinlich auch die ganze Zeit rum und löschst die Leute und Häuser und so, keine Ahnung. Aber als Polizist musst du dann halt... Ich habe zu viel GTA gespielt in letzter Zeit. Aber als Polizist muss er wahrscheinlich permanent ausrücken und die ganzen Leute hier davon abhalten, Babys und Rentner zu treten, weißt du? Ich bin Feuerwehrmann, ich sehe mich da, weil es ist schön hier in der Feuerwehrwache. So, das wolltest du wohl klauen. Alarm! Alarm! Das Bett an, Alter. Ja, und du? Du, ich würde gerne dann den Cop spielen, ne? Ja? Wieso? Also wirklich, ja, ich wäre gerne, man muss natürlich dazu sagen, dass, was du angesprochen hast, dass viele arbeitslos wären. Ja, fast alle. Allein schon aufgrund ihrer Inkompetenz, ja. Fast alle, gibt es dementsprechende Straftaten. Also wenn ich realistisch bin. Ein höheres Maß an Straftaten. Ich wäre arbeitslos, also sind wir mal ehrlich, so Polizei, Feuerwehr, Camp. Das ist eine andere Geschichte, das ist...
Die Realität sieht da ein bisschen anders aus. Aber müsste ich mich entscheiden und ich hätte die Option, einen Job zu wählen, dann würde ich Polizist sein. Und ich mag tatsächlich immer ein bisschen mit der Waffe rumspielen. Vielleicht mal dem einen oder anderen Schlingel vor die Warnschuss halten. Warnschuss ins Gesicht. Das nächste Mal kriege ich aber hier mein Schmiergeld, Freunde. Feuerwehrmann nur dann, wenn es diese eine besagte Szene auch in real geben würde. Ne? Ja, safe. Alarm! Ja, da sehe ich mich aber. Dann könnte man sich da mal als Feuerwehrmann sehen und den Schlauch auspacken, aber eine andere Geschichte. Hört auf zu lügen, du siehst dich da als Frau, die schön die Jacke klauen will. Und wenn dann die Matratze kommt und ich da drauf lande, dann sehe ich mich da nicht mehr, ja, so. Schön. Gut, haben wir das geklärt. Aber das geht wunderbar, eigentlich nahtlos quasi meine Frage über, die ich mir als nächstes aufgeschrieben habe. Okay, pass auf. Wärst du entweder lieber ein Mann mit einem sehr, sehr kleinen Schwanz oder lieber eine Frau mit richtig großen Brüsten? Ja, gut. Ich weiß ja nicht, wie es ist, Titten zu haben, da ich auch nicht übergewichtig bin, ne, und somit auch nicht in den Genuss der Männerbrust komme. Schöne Knabenbrust. Knabenbusen. Schwer vorzustellen, wie das mit Brüsten ist. Ja. Und oh mein Gott, ich habe so schon einen kleinen Pipi-Matz, Alter. Wenn der noch ein bisschen kleiner ist, das macht jetzt den Kuchen auch nicht mehr fett, ne? Also, sonst ändert sich nichts. Da ändert sich gar nichts. Nein, keine Ahnung. Das ist, guck mal, selbst wenn ein Mann auf die Welt kommt und einen kleinen Pipi hat, dafür kann der doch absolut nichts. Ich finde, soll mich jetzt eine Frau nicht mehr attraktiv finden, weil ich einen kleinen Penis habe? Vielleicht wird die mich einmal auslachen, aber durchknacken würde ich die halt trotzdem mal ordentlich. So. Wenn es geht, meinst du. Wenn es geht. Ey. Jetzt ist die Definition klein, wurde hier nicht erörtert. Also. Winzig. Ja. Winzig. Ich finde das aber. Wenn ich da nur eine Fingerkuppe habe, dann ist es schwierig. Aber. Ich finde das bei dem Thema aber auch mal witzig hier. Ganz viele Leute im Internet, also insbesondere des weiblichen Geschlechts und so weiter, die ja immer ankommen und sagen: Hier, Bodyshaming ist ganz böse und so weiter. Weißt du, das sind oftmals dann auch welche, die irgendwie sagen: Ja, hier, der Typ hat einen kleinen Pimmel, so, was will der von mir, weißt du? Wenn du sagst, hier, die gute Frau, Alter, ihr Wurstfach sieht so aus wie eine Fledermaus mit Down-Syndrom, Alter, da hast du einen riesen Shitstorm an der Backe. Aber wenn die sagt, ja, Alter, Bruder, was ist das denn da zwischen deinen Beinen? Ist dein Nippel verrutscht oder Gabanossi was? Gabanossi ist das. Dann ist das legit, ey. Nee, also, Leute, da draußen, wenn ihr ein kleines primäres Geschlechtsorgan habt, dann ist das vollkommen okay. Schämt euch nicht. Dafür muss man sich wirklich nicht schämen. Also, es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Du kannst dafür nichts. Du kannst ihn nicht trainieren, dass er größer wird. Du kannst gar nichts machen. Der hängt da, der ist ihr da. Ihr könnt immer noch Politiker werden. Politiker kann man werden. Oder reich. Oder reich werden kann man auch. Das kompensiert dann das kleine Stück Wurst da. Aber das behebt vor allem auch das Frauenproblem. Dann. Auch das. Ja. Ne? Ja, um die Fragen mal dann zu beantworten. Ich wäre lieber eine Frau mit großen Brüsten. Also ich denke mir jetzt, weißt du, nicht so riesig, dass du schon Rückenschmerzen hast oder dass die wirklich so einen Kilometer nach unten hängen und die ganze Zeit über den Boden schleifen, während du dich bewegst. Aber ich weiß nicht, ich stelle mir irgendwie vor, eine Frau zu sein, ist eigentlich wahrscheinlich auch ganz chillig, oder? Das kann ich mir nicht reinversetzen. Ich auch nicht, aber stell mir vor, du kommst einfach in jeden Club rein. Weiß ich nicht. Ja, würde ich nehmen. Und dann würde ich einfach nicht arbeiten und mir irgend so einen richtigen Sugar Daddy anlachen, Alter. Könnte man machen in der Situation, ne? Auf jeden Fall. Aber ich habe nur dein Emote von deinem Discord-Server im Kopf mit was. Mit was? Hä? Ja, das Emote heißt was. Ich bin dement, das weißt du, ne? Warte, jetzt das Gute ist, die Leute, die das noch nicht kennen, haben natürlich jetzt die Option, einmal in den Link, der in der Beschreibung zu finden ist, drauf zu klicken, um den Server zu joinen, damit die herausfinden, welches Emote ich hier anspreche. Ja, ich habe es gerade rausgefunden, ich habe es eingegeben in den Community-Chat, so richtig random. Joint unserem Discord-Server, den hat Robby aufgebaut, da bin ich sehr, sehr froh drüber. Benehmt euch nur nicht daneben, das wäre sehr cool. Lest euch die Regeln durch, verinnerlicht die und dann gibt's auch keinen Stress. Dann haben wir dann eine schöne Zeit. Okay. Auf jeden Fall. Haben wir die Frage geklärt. Jetzt übergebe ich den Ball wieder an dich. Den Ball. Um beim Thema zu Das ist jetzt ein bisschen, da muss man ein bisschen überlegen, ja. Weil wir sind beides junge Männer, die gerne mal den Akt der Liebe ausüben. Ja. Und die Frage, die zielt schon darauf. Also stell dir vor, es gibt ein Mädchen, ja. Ja. Und die hast du super, 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 super gern. Du liebst die, ne? Du bist verknallt, bist ein bisschen verguckt. Aber das ist deine Schwester. Und, okay, ja. Kann ja auch deine Schwester sein. Man kann sich auch an die Schwester verlieben, Kapi. Kann man machen, sollte du man. Du hast zwei Optionen, ja? Ja? Entweder ihr führt eine Beziehung, aber es wird niemals Sex geben. Den Grund, den kannst du dir ausdenken, warum das so sein wird. Ihr könnt eine Beziehung führen, also ne, ihr könnt euch lieben, aber es gibt halt keinen Verkehr.
Oder aber es gibt keine Beziehung, also ihr werdet euch niemals lieben, aber du kannst jeden Tag, wann du willst, kannst du sie durchknötern. Boah, Bruder, Alter, was ist das für eine Frage? Ja, ich glaube, dann würde ich die Variante 1 nehmen. Also dann wäre ich lieber mit ihr zusammen und es läuft aber körperlich nichts. Mhm. Und wenn die alte Wochenende bei ihrer Mutter ist, keine Ahnung, knacke ich ihre beste Freundin weg. Würde ich in echt natürlich nie machen, aber in dieser Situation, wo das wirklich so ist, dann würde ich Variante 1 nehmen, weil ansonsten, weiß ich nicht, wenn du wirklich auf die stehst und du knackst sie nur weg, aber danach geht halt nichts mehr so, weißt du? Mhm. Weiß ich nicht, ist dann auch nicht so geil, so auf Dauer vielleicht nicht so das, was man halt irgendwo haben will, weißt du, was ich meine? Das erfüllt dich am Ende des Tages einfach nicht, ja, ne? Du erfüllst sie, aber sie dich nicht so. Ne? Ja, du füllst sie, ja, das ist richtig, aber... Schön volltanken, Freund, einmal volltanken, super bleifrei. Sei mir der Teil, einmal richtig immer voll pumpen. Oh. Herr Tankwart, ich bräuchte mal Hilfe. Können Sie mal helfen? Der da vor Ihnen. Ja, lassen wir das. Ja, okay. Und du? Ja, wenn du mich gut genug kennst, dann kennst du auch meine Antwort. Ja, auch A, oder? Ja, selbstverständlich. Also da verzichte ich halt auch auf Verkehr, wenn man sich gern hat und wenn man da jemanden gefunden hat, mit dem kann man dann auch ein bisschen mehr Zeit verbringen. Vielleicht auch bis zum Ende des Tages, also des Tages X, ja, welches uns dann ins Grabe schickt. Dann würde ich die erste Variante nehmen. Kannst du dich ja immer noch selbst befriedigen. Ja, das Ding ist, vielleicht schickt es sie ja auch zuvor ins Grab. Das kannst auch, dann kannst du auch wieder losgehen. Ne? Hm. Okay. Richtig. Dann kommen wir direkt schon mal zur letzten Frage. Wir haben heute nämlich mal ein bisschen weniger genommen, weil wir beim letzten Mal so viel geplappert haben. Deswegen, meine letzte Frage für den heutigen Tag. Okay, stell dir vor. Hättest du lieber keine Beine oder keine Arme? Oh. Das ist eine relativ harmlose Frage. Ne? Ich dachte mir, die mache ich zuletzt, weil dann sind die Leute hier mit dem asozialen Zeug am Anfang gecatcht und dann können wir jetzt hier schön nach außen gleiten. Oh. Keine Arme bedeutet kein Hub. Das ist richtig. Keine Beine bedeutet kein Puff. Hey, wie? Kannst du einen Rollstuhl? Keine Beine wie. Nein. Klar, die haben doch bestimmt so eine Rampe. Chef, ich habe zwar keine Beine, aber ich würde gerne mal einen deiner Damen verführen. Das dritte Bein, das funktioniert noch, Freunde. Ja. Freche Frage. Ich keine Ahnung, Alter. Was würde ich dann nehmen? Keine Beine oder keine Arme? Also die Arme brauche ich. Ich muss Musik machen. Ne? Also da würde ich mir dann tatsächlich, wenn ich jetzt das Thema Musik nehme, dann muss ich ohne Beine nehmen. Hm. Ich will weiter Musik machen. Kannst du auch Dubstep machen. Einfach ganz mit dem Kopf aufs Mischpult hauen. Nee, keine Beine. Ich meine, Rollstuhl ist eine schöne Sache. Vielleicht gibt es auch schon, und ich bin mir sehr sicher, dass es das schon gibt, Prothesen, die halt, ne, das Gehen auch irgendwie simulieren, mit denen du dich fortbewegen kannst. Ich denke, das ist einfacher, als wenn du da irgendwelche kannst du auf jeden Prothesen Fall so, für die... So Stöcke notfalls einfach unten in die Beine reinklatschen, weißt du, und dann arr sagen. Kannst auch rein. Arr. Ich bin ein echter Pirat. Steche auch ins Rote Meer. Nee, ich würde meine Arme behalten wollen. Ja. Würde ich auch machen. Alleine einmal hier mit den Beinen ist es ziemlich schwer, wahrscheinlich sich selber zu erreichen an manchen Körperstellen. Ja? Mhm. Insbesondere, wenn das so ist wie bei dir, hast du ja vorhin gesagt, ja, bei der zweiten Frage. Wird da eine harte Angelegenheit. Nee, aber Reinhard, für sich auch, du kannst ja keine Videospiele, oder wahrscheinlich kannst du schon gar Videospiele nix spielen und so weiter, aber ist ja, glaube ich, mit den Armen einfacher als mit den Füßen und so Videos animieren und so. Ich glaube, das wird dann echt kritisch, wenn du das dann irgendwie beim Mund steuerst oder über die Füße oder so. Deswegen, ich hätte auch gesagt, Alter, nimm mir die Beine, aber lass mir die Arme. Alleine, ich glaube, mobilitätsmäßig, klar. Eingeschränkt, aber... Kannst du, wenn du Füße hast, kannst du natürlich überall hin, ne? Dann kannst du auch auf Barrierefreiheit so ein bisschen scheißen. Als Rollstuhlfahrer bist du da deutlich mehr drauf angewiesen. An dieser Stelle auch mein Appell an die Bundesregierung. Die werden sich das Video bestimmt hier bis hierhin ansehen, insbesondere nach den ersten Fragen. Baut man mehr Rollstuhlrampen und so weiter? Ja? Behinderungen entstehen unter anderem zum Beispiel auch dadurch eben erst, dass die Leute darauf angewiesen sind, von anderen Hilfe zu brauchen, ja? Selbst überall Rollstuhlrampen hätten Menschen mit Behinderung so gesehen erstmal keine Behinderung. Macht das Sinn? Vorne. Ja, vielleicht. Macht Sinn. Ja, ist ein bisschen, mir auch egal, wenn nicht. Bis hierhin haben wir schon alle abgeschaltet. Eben drum. Ja, okay. Ja, gut. Haben wir das geklärt. Wunderbar. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Schaut auf jeden Fall bei Robert vorbei. Ja.
Wir machen demnächst auch noch viele, viele andere Sachen. Hier, Robby und Tommy, wir erleben auch noch richtige Abenteuer. Wir stellen uns nicht nur noch Fragen. Das wird alles kommen. Kommt Zeit, kommt Abenteuer. Und Musik auf jeden Fall auch noch demnächst. Neu. Musik, Freunde. Macht, seid gespannt. Da seid gespannt. Ey, ja, richtig. Und du kannst hier am Ende, kannst du nochmal meinen kleinen Teaser, kannst du hier nochmal mit anhängen, ne? Damit die Leute mal wissen, was da kommt, ne? Alles klar. Oh. Ja, macht euch bereit. In 3, 2, 1 kommt gleich der Teaser und bewertet euch das Video. Habt einen schönen Tag. Geht zu Robert. Hatten wir alles schon. Teaser 3, 2, 1. Ab dafür. Meine Lieben sind da im Rollen. Wer heißt, das größte Teil ist es, Rüdi.